Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner aufreizenden, super aussehenden Assistentin. Hi. Die langsam ein wenig müde wird. So, dann machen wir jetzt nochmal schnell den Vox-Dolmetscher. Ich brauche nochmal Mischling. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Mache ich dir Angst? Und jetzt? Ja, dann komm mit. Du machst mir so Angst, dass ich dich sogar mitnehme. Komm mit. Ich will dich töten und fressen. So, dann können wir mal gucken, ob du uns da nochmal irgendwelche Buffs reindrücken können. Ich bin furchteinflößend. Hab Angst vor mir. Macht Spaß, mit dem Futter zu spielen. Ich hab Hunger. Ein Filet. Kämpft nicht gegen mich, Futter. Sweetie. Dieses Ding macht es mir zu leicht, Kaumi, heute Nahrung zu finden. Damit wir dich so schnell aushungern. Ich bin furchteinflößend. Hab Angst vor mir. Ich hab sechs Hirschfleisch, aber gar kein Hämmerkohlskopf gerade. Hab Angst vor mir. So, tut mir leid, Kollege. Bist abgefackelt. So, dann haben wir hier einmal Opossume. T-Terror. T-Terror haben wir auch noch. Okay, T-Terror umdrehen. Ach. Das hier von Fotografie im Camp, das habe ich vergessen. Ja. Ich glaube, stand ich vor Alex Haus, bin ich so gespawnt und habe gleich ein Foto geschossen. Hallo nochmal, meine Freunde. Ich bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Kessel hier in der Riesenteekanne wieder gefüllt sind. Oh boy. Das bedeutet, dass meine Spezialität Kürze gebraut wird. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen mögen, nur zu. Genau, nur zu, Mausi. Nur zu. Ja. Die Kessel werden aufgeheizt. Ich fürchte nur, dass die hiesigen Kreaturen den nächsten Teil nicht mögen. Wirklich ein Jammer. Sie sollten darauf achten, dass es keine Probleme gibt. So. Sind mir hier ein paar durch die Lappen gegangen. Und Mausi hat die Ghule nicht erschossen. Die bösen Ghule. Hab ich doch gerade. Ja, aber viel zu spät. Weil ich immer erst auf meinen Turm muss. Ach jo. Bist du der King of Turm, ja? Mausi, der König der Türme. Wir spielen aber kein Tower Defense Turm Spiel hier, ne? Jetzt schon. Okay. Das wäre auch mal cool. Das könnten sie eigentlich auch vom Fallout 4 reinbringen. Kannst du instant kaufen, wa? Natürlich. Dass du dann einfach so sagen kannst, du kannst dir ein Camp aufbauen und dann wird das permanent angegriffen. Aber dann wird da auch reale Orte von dem Spiel dann halt bloß von oben gesehen, ne? Und dann halt das Tower Defense. Nee, in Fallout 76 Tower Defense. Du kannst es permanent angreifen lassen. Gab ja so eine, so ein Creation Club Ding. Boah, wie war das? Da hast du dann einfach nur so einen Signaltower hingestellt, mit Strom versorgt. Und solange der Strom hatte, wurde das halt immer stärker in Wellen angegriffen. Okay. Naja, denn damals mit der BFG und mit Raketen und allem möglichen Käse habe ich da gearbeitet und bin ja dann übelst weit gekommen. Bis das Spiel jetzt so gehängt hat, weil da so viele Gegner waren. Die Kessel melden eine Wassertemperatur von 33,759 Grad Celsius. Für einen ordentlichen Tee reicht das noch lange nicht. Solche Dinge kann man nicht überstürzen. Genau, Mausi. Solche Dinge kann man nicht überstürzen. Okay. Werde ich bemerken. Ja, das wäre auch ganz cool. Ich denke, viele Sachen, die man aus Fallout 4 hier wirklich noch in 76, die mir so ein bisschen fehlen. Sowas wie der Junk Jet. Ne? Mhm. Pfefferstreuer ist zwar schon so ähnlich und genauso cool, aber wie gesagt, der Junk-Chat, der wäre halt nochmal
eine Ecke geiler gewesen. Einfach mal Müll durch die Gegend schießen. Und dann wäre cool, wenn du den nur befüllen könntest mit Müll, den du nicht zercraftet hast. Also nicht mit Eisen oder so, also mit dem Stahlschrott, den was du so Burstkiste hast, sondern dann ich halt... Ich schmeiß mit Teddys! Genau, sowas in der Richtung. Mit Genosse Moppelgegner töten. Ja. Musst du dann cool. gucken... Ja, dann gehst du in den Campenpark und holst dir dann da zum Beispiel die Basketbälle. Oder halt auch die Mr. Fuzzies. Und dann schießt du die Gegner mit Mr. Fuzzies ab. Würde ich mir auch geil vorstellen. Friss Mr. Fuzzy! Und dann müssten sie nur, dass du den Müll wieder herstellen kannst. Vielleicht für ein, zwei oder so teurer. Also Ölkannen und so ein Käse. Na, Benzinkanister. Ich brauch's ja irgendwann mal. Meine Güte. Ja, das wäre cool. Ein Jammer, dass so viel Gewalt vonnöten ist, um eine gute Tasse aber Tee zu bekommen. Du scheiß Kröte. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Die Wassertemperatur in den Kesseln beträgt nun 81,462 Grad Celsius. Nur noch ein kleines bisschen länger. Genau, also nur noch ein kleines bisschen länger. 3 Jahre später. Aber nur noch ein ganz kleines bisschen länger. Und ja, 3 Jahre später. Das ist ja schon 6. Natürlich. Aber der T muss doch gut durchziehen. Das ist dann, wenn der 6 Jahre zieht, ist schon so richtig stark, ey. Oh. Ja, denkst du, da ist Alkohol drin, ne? Nee, der schimmelt nicht. Da ist Alkohol drin. Okay. In Sweetwaters Geheimnis, Tinktur hier ist Alkohol. Ja, dann trinke ich das nicht. Deswegen gibt's sie auch Wahrnehmung. Aha. Das steckt in uns, jeden in uns, also ein kleiner Russe, ja? Hm. Erst mit 50 Promille triffst du wieder richtig. Ein kleines bisschen diskriminiert den Russen gegenüber. Bisschen gemein. Aber ich glaube, die meisten, die haben das schon akzeptiert. Ganz ehrlich, ich bewundere die Russen eher, dass sie so viel trinken können. Wobei ich schon vom Anblick von Alkohol schon besoffen werde, weißt du? So gefühlt. Da fehlt wirklich nicht viel, das stimmt. So, hier nochmal alle leer. Pfeife. Der Tee zieht nun bei der perfekten Temperatur von exakt 96 Grad Celsius. Sie haben heute Großes geleistet. Hurra! So, wir haben Großes geleistet. Geleistet, ja. Geleistet. Möchtest du meinen Sweetwater-Tee haben? Nee, ich hab genug. Also, ich hab möchte heute... Ich meinen aber nicht. Warum nicht? Der hält eine Stunde Wahrnehmung. Der ist gut. Und macht wenn er nicht du den, abhängig? Der kann abhängig machen, wenn du zu viel trinkst. Aber wenn er nur alle Stunde einmal getrunken wird, dann wirst du davon nicht abhängig. Oh, eine Höllengrillhorde. Erschieb. Ja. Ja, warte auf Mick. Wir machen jetzt Grillen. Wir machen jetzt Grillen. Da, 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 da. Da, 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 da. Wo bin ich denn rausgekommen? Achso, hier unten. Und wo ist meine Horde? Hordi, wo bist du? Wer hat noch nicht mal angezeigt, ne? Im HUD. Okay. Irgendwo da unten müsste das sein, ne? Grille, wo bist du? Hier, komm zu mir. Ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ich sehe sie sogar. Und ich stehe mittendrin. Mittendrin stand nur dabei. Da ist sogar eine. Nee, das sind ganz viele Ghule. Warum sind da ganz viele Ghule? Ja, das ist vielleicht noch eine Ghoul-Horde gewesen. Maulwurfsratten, die unbesiegbar sind.
und die sich wegteleportieren können. Und noch eine. Warte. Ah! Aua, aua. Hey, das war aber knapp doch. Da kommt noch mehr. Da kommt noch eine. Ich habe ja aus Versehen den legendären weggeschossen. Das tut mir leid. Wieso? Den habe ich doch gekriegt. Ich habe ihn doch gesehen. Ja? Ja. Sichtkontakt. Man muss Sichtkontakt haben. Wäre ich jetzt hier so hinter den Schildern und dann wäre der da irgendwo so zwischen, dann hätte ich keinen Sichtkontakt gehabt. Also wäre nur ein einziges Haar an dem Sichtfeld von dir und dem Ding. Ja, leider. Aber ich bin ja hinter dir hergesprungen. Deswegen, es reicht ja Sichtkontakt. Aber wenn man es nicht sieht, dann klappt das meistens nicht. Ist leider so. Wir haben schon wieder gar keine Events, ey. Das ist der Wahnsinn. Jetzt, wo ich langweilig. Wieder, wo ich jetzt schon wieder fertig bin fast mit meinen Questen, ja? Wieder keine Events. Wenn ich nicht fertig bin mit meinen Questen, oh, guck mal hier, nimmst du Fliegenklatsche, oh, nimmst du nochmal Fliegenklatsche, oh, nimmst du mal auf in eine Lüfte. Nach den Aufnahmen, weißt du? Ja, boah, das ist immer das Schlimmste. Ich bin gerade fertig mit dem LP-Char. Ja, ich kommt hier nochmal Strahlenschlägerei. Oder es kommt dann hier so geleitete Meditation. Es kommt noch nicht mal Nachti, Machti oder Mad Doggy. Ja. Ja, wie gesagt, also, das ist immer Hauptsache so. Hauptsache zweimal Klatsch, Klatsch. Ja, Hauptsache zweimal Klatsch, Klatsch hatten wir heute. Und einmal ferner Donner. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Das macht mir Angst. Oh, das macht ihm Angst, Mausi. Autsch. Okay. Oh. Ich will warum nicht sagt sterben. Er Autsch? Ich bin noch gar nicht. Der böse Mensch will mich töten. Ich hab zu solchen Streunern drin, aber Das hat wehgetan. Jetzt bin ich sauer. Jetzt ist er sauer, okay. Du bist böse. Er kriegt nur von meiner blanken Anwesenheit schon wieder Schaden. So wie es aussieht. Heute nicht. Solchen Streuner backt. Ich bin nicht krank und trotzdem kriegt er Aua. Ich hab doch gar nichts getan. Das würde mir zu denken geben. Verletzt. Ja, die verletzt. Erfolgreich jetzt ist er richtig verletzt. So sieht's aus. So sieht's leider aus. Schalalalala. Heißt das nicht, so sehen Sieger aus? Aber ich hab's gerade umgewandelt. So sieht Schatzi aus. La 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 la. Okay, erstmal gespawnt und dann wirst du erstmal verkloppt. Bist du angeeist hier? Sind sie alle in die Luft geflogen? Wird wieder aufgewärmt. Nicht, dass du dich erkältest. Na. Vergiftete fehlt noch. Komm her. Das auch hier nochmal. Na, das geht ja so nicht. Ich bin auf Nuka-Cola. Du bist auf Nuka-Cola? Zu viel Zucker? Apropos, verdammt, ich habe die Nuka-Cola jetzt vergessen. Muss ich ja doch gleich kaufen gehen. 7 Stück kriege ich jetzt nicht mehr hin, sonst. Nein! Verdammt! Nein, nein! Verdammt! Na ja, gut, die zwei Kronkorken werde ich opfern. War ja mein Fehler. Ich hätte es eigentlich schaffen können, aber. Ja. Nicht abgeholt. Man ist halt so fiegerig, wenn fast nach dem kommt. Guck doch mal nach der Uhrzeit. Oh, ist schon volle Stunde, volle Stunde, volle Stunde. Und dann, wenn es wirklich dann kurz davor ist, guckst du nicht auf die Uhr. Ja, genau, dann guckst du nicht mehr auf die Uhr, weil du dir dann so denkst so, oh nee, warum sollte ich jetzt nochmal auf die Uhr gucken? Das hast du doch eben erst gemacht. Das hast du eben erst gemacht. Oh ne, schon wieder eine Stunde um. Davor habe ich schon Kröteneier. Futter. Dieser Mensch ist lästig. Wenn ich ihn töte, ist er nicht mehr lästig. Genau, wenn ich ihn töte, ist er nicht mehr lästig. Ich war nicht in der Stimmung zu spielen, aber jetzt bin ich es. Hallo Bachbotti. Na, machst du Kampfroboter dieses oder was? Ding macht es mir zu leicht heute das ist hier bei White Spring. Achso. Boxübertragung erfolgreich. War nur so höflich und hab Hallo gesagt. Ja, nur so wie ich es zu Alexa immer gesagt habe. Box-Dolmetscher-Speicher voll. Bitte Roboter sind unsere Freunde. Und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Da denke ich nur an Skynet. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. Was hast du gesagt? Da denke ich nur an Skynet. Wieso? Terminator, Mausi? Achso, ja. Skynet? Roboter sind unsere Freunde?
Ich glaube, ich wäre einer der seltenen Menschen, die das dann, die gleichberechtigt behandeln würden, die Roboter, wenn es sowas wirklich geben wird. Oder wie siehst du das? Ja, kommt ganz drauf an. Es ist immer so, weiß ich nicht. Haben sie jetzt ein Bewusstsein, haben sie kein Bewusstsein? Ja, aber sobald sie ein Bewusstsein haben... Ja, dann ist es ja logisch, dann ja, aber... Es ist ja heutzutage schon so krass, dass man schon Bedenken hat, wie, ne, mit den Robotern. Ja, gibt aber ja schon so einige. Es ist ja noch kein richtiges Bewusstsein, also es ist ja eher so, wir haben Fliegenklatsche. Schon wieder? Müssen uns so beschweren, dann kriegen wir auch die Fliegenklatsche wieder. Ich komme. Ja. Soll ich dir Nuka-Cola mitbringen? Wenn du genug hast, ja. Ich brauch 7 Stück. Feuerteufel. Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Welcher ist der richtige? Das ist der richtige. Diese Dinger sind perfekt zum Verlieren. Das ist der falsche. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Erkennt man das? Seid vorsichtig, an der Mission. Aufmerksamkeit erregt. Oben Passt rechts siehst du dann. Auf. Wer der Richtige und wer der Falsche ist. Und dann steht es auch dran, weil die einen heißt nur Vertibots und der andere heißt Untersuchungs-Vertibot. Und der ignoriert mich immer noch. Wer droht? Genau. Komm auf mich zu. Diese Minigun. Drück dir und drück dir. Und Mausi macht dich gleich weg. Nachtaktives Grausgewehr. Hallo Mausi. Ja, warte. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Hallo. Kannst dich noch an diese Stelle erinnern, hier mit den Ghoulen. Aber die ganzen anderen Viecher sind weg. Es sind nur noch die Ghoule da. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt 7 Stück sind. Mehr waren nicht da. Mehr. Ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir es damit noch fertig? Nuka Cherry, Nuka Cherry, Nuka Darkes Alkohol, aber egal. Oh, sorry. Ja, ist nicht so schlimm. Zählt auch als Nuka. Ja, war genug. Cool. Dankeschön. Bitteschön. Entschuldigung. Nachti? Was? War jetzt Nachti? Habe ich jetzt nicht gesehen? Nee, kann erst in 4 Minuten. Kann höchstens erst in 4 Minuten. Ich hab doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht, Mensch. Ich stürz mich jetzt von der Klippe. Ich hab keinen Bus mehr. Ja, dann reiß ich ganz schnell weg, damit ich mir den Alien nicht angucke. Das will ich nicht sehen, wie du dich von der Klippe stürzt. Hab ich schon. Hast du es wenigstens überlebt? Ja, leider. Ja, leider. Um man jetzt auch so knuffig zu sein. Wieso? Auch so knuffig zu sein. Dann möchte man dir gleich einen Lolli kaufen, dich in einen kleinen Kinderwagen packen und sagen, ja, wird alles wieder gut, mein kleines Baby. Mein Herz ein Autsch, weil ich in der Nacht drücke. Wir haben ja doch noch ein paar Minuten, kannst doch kommen. Du hast mir jetzt Hoffnung gemacht, dass Nacht kommt. Ich hab nichts mit Nacht erwähnt. Echt nicht, ich hab nur Nuka Tag so verstanden. Ich hab das einfach so verstanden. Ich hab echt nichts erwähnt. Solltest du immer die Ohren waschen. Ja, die Füße. Achso, die Füße. Ja, Entschuldigung, die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Aber ich war doch vorhin erst duschen. Ja, dann hast du die Füße nicht gemacht. Siehst du? Da weiß man wieder. Du hast die Füße nicht gewaschen. Sonst hättest du mich auch verstanden. Dann wärst du nicht so traurig knuffig gewesen. Wieso kann man traurig sein? Ja, du bist traurig knuffig. Jetzt erstmal wieder strahlen baden. Wieso hast du eigentlich keine Strahlung mehr? Das frage ich mich auch gerade. Ich weiß nicht warum. Teil auch das Richtige, ne? Solarenergie, nicht, Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, nicht, dass ich dafür jetzt verantwortlich bin. Ja. Nee, bin ich nicht. Das ist Solarenergie. Ist Stärke bei Tageslicht. Weil der Nachtmensch, der lohnt ja leider nicht mehr. So, haben wir das hier auch nochmal freigeräumt? Ja, extreme Eventdichte. Ja, Strahlenbaden. Auch nicht. Ach, jetzt.
Mausi geht Strahlenbaden. Ist das denn gut? Ja. Oh. Das Gefühl, ich kriege gerade sehr wenig Strahlung. Das heilt auch. Du hast Nuka Grape getrunken, ne? Ja. Mm, das heilt Strahlung. Manu. Scheiße. Grafton Day. In Grafton ist wieder Grafton-Tag. Wir wollten die Wahl in Kratzel feiern, aber das war einfach nicht das Gleiche. Hallo, Monster. Als Bürgermeister von Grafton veranstalte ich eine Parade mit dem Monster von Grafton und seinen Roboterbetreuern. Erleben Sie das Spektakel. Geben Sie Geld aus und halten Sie sich von seinen Fäusten fern. Hab ich doch. Die Fäuste haben mich nicht getroffen. Firschers Laserpistole. Naja, immerhin noch mal ein bisschen Müll. Gut. Aber, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich mit verstrahlter Mausi wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.